wir haben eine Bundeskanzlerin, die behauptet, das Internet ist für uns alle Neuland. Für mich ist Edward Snowden ein Held. Du hast die Macht. Alle Datenpakete gleich behandeln. Egal, wer sie verschickt, wer sie empfängt oder was drin ist. Das ist Netzneutralität. Und der, den ich jetzt treffe, der will sie als Gesetz verankern. Johannes Scheller hat eine Petition für die Netzneutralität eingereicht. Und mehr als 70.000 Leute haben dafür unterschrieben. Also heute hast du hier jetzt deine Petition vorgestellt. Beginnen wir mit der Sitzung. Unser erster Tagesordnungspunkt heißt Beratung der Petition Verpflichtung der Internetanbieter zur Netzneutralität. Wir freuen uns, dass so ein junger Petent heute hier ist. Bitte schön, Herr Scheller. Und worum genau geht es in deiner Petition? Ich will davon der Bundesregierung, dass sie ein Gesetz auf den Weg bringt, das genau das sicherstellt. Dass alle Daten gleich behandelt werden? Genau, dass die Internetanbieter dann nicht mehr sagen können, unsere Partnerfirmen, die kriegen bessere Datenübertragung und andere haben uns nachsehen. Wie war das denn jetzt heute, als du deine Petition vorgestellt hast? Bist du ganz froh, dass es rum ist? Oder? Ja, ziemlich froh, dass dieser Tag irgendwie vorbei ist, weil es war natürlich der Tag, auf den man seit Wochen hingefiebert hat. Aber ich war verdammt aufgeregt vor dieser ganzen Sache und ich bin froh, dass ich das irgendwie einigermaßen hinter mich bringen konnte. Ich stehe hier immerhin für etwa 77.000 Menschen, die meine Petition unterzeichnet haben und trage im Namen dieser Menschen mein Anliegen hier vor. Das sind immerhin mehr Menschen, als ins Berliner Olympiastadion passen. Diese 77.000 Menschen etwa sehen die Freiheit des offenen Internets in Gefahr. Und über wen hast du dich am meisten geärgert? Über den anwesenden Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums, der meiner Meinung nach viel geredet hat, ohne irgendwas zu sagen. Warum ist denn jetzt Netzneutralität so dein Thema? Es hat mich einfach irgendwann mal vor ein paar Jahren gestört, der Gedanke, dass im Internet ein paar Unternehmen bestimmen können, dass nur noch bestimmte Daten schnell durchkommen. Und das hat mich irgendwie so sehr gestört, dass ich irgendwann entschieden habe, da muss man mal was tun. Und daraufhin hast du die Petition ins Leben gerufen? Das hat zwar relativ lange gedauert, aber als dann die Telekom-Pläne rauskamen, die aktuellen, da habe ich beschlossen, jetzt muss diese Petition gestartet werden. Anders kann man nichts mehr tun dafür. Was heißt jetzt die Netzneutralität für uns alle? Warum sollen wir die alle haben? Weil wir nur dann den Zugang zum ganzen Internet bekommen. Sonst hängt es einfach davon ab, bei wem ich mein Internet gebucht habe, was ich sehen kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel das Internet der Telekom, da bekomme ich ein paar Sachen und kann die mir angucken. Und ein anderer, der nicht bei der Telekom ist, sondern bei Alice oder so, der bekommt ganz andere Sachen im Internet zu sehen. Und dann gibt es nicht mehr das eine Internet, sondern es gibt verschiedene Netze. Und genau das will ich verhindern. Und glaubst du denn, dass du heute was bewirkt hast mit der Petition im Petitionsausschuss? Ich glaube, ich konnte noch mal klar machen, worum es mir geht und warum es mir so wichtig ist. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass ich damit wirklich erreichen konnte, dass da dieses Gesetz am Ende steht, weil ich einfach die Bundesregierung da nicht von ihrer Meinung abbringen kann. Und die ist eben, wir brauchen kein Gesetz. Jetzt habe ich dir noch ein paar Fragen mitgebracht von Usern und YouTubern, die sich ja auch genau mit diesem Thema beschäftigen, weil es ja auch für die total spannend ist. Hallo Johannes, ich bin Kai von Nordpunkte und mich würde interessieren, warum muss Netzneutralität denn tatsächlich im Gesetz verankert sein? Ich glaube, wenn es kein Gesetz dazu gibt, werden einfach die Provider, die Internetunternehmen, die ganz bewusst verletzen, weil sie sich sagen, wir können noch viel mehr verdienen, wenn wir nur die Datenpakete schnell übertragen, für die wir nochmal extra bezahlt werden. Und da hat uns zum Beispiel Drillinge Hicks, der Sascha, ganz viele Fragen an dich geschickt. Unter anderem, die Telekom will die Drosselung angeblich einführen, um den Netzausbau zu finanzieren. Siehst du den Bund in der Ausbaupflicht? Auch ja, ich glaube, dass das Netz nicht mehr allein von Privatunternehmen finanziert werden kann. Und bei Straßen ist es ja auch üblich, dass der Bund zahlt beim Straßennetz. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das beim Internetnetz genauso läuft, weil das auch eben inzwischen zur Infrastruktur gehört, für uns alle, für Firmen. Und deswegen wäre das sicher eine sinnvolle Sache. Jetzt bist du ja Erstwähler.
Und damit hast du ja eigentlich jetzt im Herbst die große Chance, alles anders zu machen. Was wünschst du dir denn von der nächsten Regierung? Gerade im Punkt auf dein Thema natürlich. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die behauptet, das Internet ist für uns alle Neuland. Und damit spricht sie, glaube ich, einfach für einen ganz großen Teil der Bevölkerung nicht. Alle Leute, die so jung sind wie ich, für die ist das Internet Alltag und nicht Neuland. Wir sind hier zu Hause. Wir sind die Ureinwohner dieses Neulands. Wenn man jetzt sozusagen gegen Eingriffe ins Internet jeglicher Art ist, bist du denn jemand, der Edward Snowden Asyl gewähren würde? Auf jeden Fall. Für mich ist Edward Snowden ein Held praktisch, weil er eben den Leuten klargemacht hat und in die Öffentlichkeit gebracht hat, wie viel das Internet schon von Staaten wie den USA ausspioniert wird. Und ich finde es völlig absurd, dass ihm Spionage vorgeworfen wird von einem Land, von dem er gerade veröffentlicht hat, dass es selbst unglaublich viel Spionage betreibt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst, gerne, dass du uns das Ganze mal genauer erklärt hast mit der Netzneutralität und der gerechten Datenpost. Wenn ihr auch noch Fragen zum Thema Netzneutralität oder an den Johannes habt oder euch generell zum Thema Netzneutralität äußern wollt, schreibt es uns in die Kommentare, schickt uns eine Mail. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, und jetzt? Hallöchen.